Leute, weiter geht's heute mit Grit und dem Sydney Endurance Sprint. Das wird wahrscheinlich wieder so ein ewig langes Rennen werden. Ja, gucken wir mal, wie weit wir es heute schaffen, ob wir es heute komplett durchziehen. Zumindest in den ersten Teilen. Das war die Classic. Und dann ab der nächsten Woche beginnen wir ja sowieso mit dem Modern. Mit der Klasse Modern, okay. Ja, hier gibt es eigentlich kaum. Na gut, hier am Ende nochmal. Na gut, egal. Gehen wir schon rein. Sydney, auf geht's. Mein Duo-Sprint. Jedenfalls sind wir in Skyline mit. Und es sind 10 Runden auf 4,5 Kilometer. Alles klar. Ich dachte mir schon sowas Ähnliches, dass das passieren wird. Gut, auf jeden Fall schauen wir mal, was wir heute da fabriziert bekommen. So, ein Tag vor Weihnachten. Ich weiß, dass heute der 23. ist. Morgen ist Heiligabend. Genau. Heute melden wir uns aus dem Sydney Motorsport Park in Eastern Creek, Australien. Es ist ein Grid World Series Event. Kristen, worauf müssen die Fahrer hier achten? Naja, es ist eine Rasse. Okay, gehen wir mal rein. 14. Platz momentan am Start. So wird es natürlich vorne den so gut wie möglich zu gewinnen. Also vom letzten so möglich zu gewinnen. Dankeschön fürs Bremsen. Klar. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ah ja, hat er ganz gemacht. Das war ein bisschen zu ungestüm. Och Leute, ey, ernsthaft was? Leute vom... Das Bittere ist natürlich, dass auch mein Teamkollege da mit drin war, der nämlich blockiert wurde. Aber da war ich vielleicht zu ungestüm, das sollte eigentlich ein bisschen anders passen können. Na gut, dann müssen wir uns wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben ja 10 Runden Zeit, also wir heute ein bisschen was mehr fahren. So, an den ersten drei sind wir schon wieder vorbei. Jetzt gehen wir mal da auf Platz 8. Da mal ein bisschen nach vorne komme. Aber hier diesen Kurvengeschwenkel, das ist fast keine Chance, da irgendwie vorbeizugehen. So, am Start sind wir momentan auf Platz. Weiß ich nicht. Ja, du hast mir ja gerade, du wärst mich gerade so ein bisschen, Kollege. Jetzt mal voran. Gut, jetzt. Leck mich doch am Arsch. Vergiss es, Kollege. Ich hab keine Chance, da einzugehen, weil du mir sofort die Tür zumachst. So, Windschatten. Ja, genau, lass sie doch vorbei. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Und wieder zieht mir der Typ da vor die Nase. Dritter momentan in Runde 2. Ja, das sind 20 Minuten. Etwas mehr als 20 Minuten immer hier. Bei der anderen an Start. So, wir gehen jetzt mal vorbei auf Platz 2 vor. Das heißt, wir haben noch ein Auto vor mir. Sean Doyle heißt der Kollege, der jetzt noch ein bisschen vor uns hängt. Mit einem Escort, also scheint wohl das beliebte Auto zu sein. So, der Junge, der jetzt gerade jagt, ist vor auf 3. Das heißt, ich muss das Auto von mir holen. Leichte Berührung. Jetzt haben wir ihn. Nur der Führende. So. Jetzt haben wir zumindest schon mal die Spitze erreicht. Das heißt, wir können jetzt versuchen, uns ein bisschen abzusetzen.
Oder der eine ist ein bisschen sauber, der versucht natürlich nochmal ranzukommen, ich schaffe das auch. Solange ich aber noch einen dazwischen habe, bin ich manchmal keine Sorgen. Solange ich mich da absetzen kann, mache ich mir jetzt recht keine Sorgen. So, wir gehen jetzt in Runde 3. Jetzt sind es noch 8 Runden. So klar. Noch 8 Runden, aber wir haben ein bisschen was zu verdienen noch. Wie gesagt, wir können uns jetzt absetzen ein bisschen. Das heißt, wir haben eigentlich. Ja, wir haben ja bald schon die Season 2 durch. Das heißt, wir fangen jetzt auch relativ bald in einigen Wochen mit der Season 3 an. Und dann haben wir bald auch Glück durch. Sollte die Verspieler nicht vorbei sein, geht das auch Rogers hier auf dieses Feld. Und sollte da die Verspieler beide schon durch sein. Jetzt kommt der vierte Quarter weiter und kommt kein weiteres Break dazu. Das ist momentan der Stand, den ich euch jetzt schon mal sagen kann. So. Schön absitzen da vorne. Geht es jetzt schon Richtung Runde 4, ja? Jetzt sind es noch 7 Runden. 7 Runden, liebe Leute. Solange wir uns hier vorne schön absetzen können, ist alles in Ordnung. Aufpassen jetzt gerade. Runde, Halbzeit, Runde 5. Du bist an der Spitze. Gewinn mehr Abstand. Ich tue mein Bestes gerade. Start, die zu einfach war. Momentan machen wir es eigentlich relativ souverän. Mhm.
momentan auf 10 vorgefahren. Wir gehen jetzt in Runde 6, machen quasi die Halbzeit voll. Das war die Hälfte des Rennens. Ja. Wie die Abstände aussehen. Hier gibt mir leider keine zeitlichen Abstände. Gefühl kommt dann wieder ein bisschen näher dran. Richtung der Zielgerade, die nächste Kurve ist in die Rechtskurve. Und dann geht es so langsam wieder Richtung Ziel zurück. Dann werden wir dann gleich in Runde 7. Noch 4 Runden zu fahren. Ich hatte leise Hoffnung, dass wir nicht mal überrunden können, aber das wird sich werden. Na gut, da hinten sind sie ein bisschen am Kämpfen wahrscheinlich, weil wir vorne nichts machen können. Weil wir vorne ohne Probleme hier wegfahren. Hat sie irgendwo gerade gescheppert, kann das sein? Gleich wieder Richtung Ende und gleich in Runde 8. Links, dann geht es jetzt gleich in diese kleine Haarnadel. Riecht sie mich rum. Jetzt hier nochmal links. Ja, hier ist die Haarnadel und dann geht es Richtung Stadtziel zurück. Sind das noch 3 Runden? 3 Runden noch, ja. Können hier ohne Probleme das ein bisschen wegziehen.
gleich schon jetzt Richtung vorletzte Runde. Jetzt denke ich. Noch zwei Runden. Noch zwei Runden zu fahren. So. Vorne nicht wirklich was verändert. Die drei gleichen hinter uns. Das sind die Vierergruppe hinter mir. Volage, das heißt, man zieht gut mal zumindest ein bisschen vor auf 9 jetzt. Der wechselt auch mal so zwischen 9 und 13 momentan. Gut, dass er da hinten drin feststeckt. Da sind wir nicht ganz unbeteiligt mit dran. Nach dem kleinen Rempler da, ziemlich am Anfang des Rennens, haben wir uns ja vor ihn gedreht. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Letzte Runde. Wir haben fahren jetzt auch zu den Schwarzenden. Und dann sind wir hier durch mit dieser Endlosstrecke da. Es ist Gott sei Dank nur ein Rennen heute. Aber wie gesagt, es geht jetzt natürlich weiter mit 4 Rennen am Stück. Aber jetzt erstmal entspannt, dass sie genau so fahren noch. Mittlerweile sind wir bei 18 Minuten 40. Ich sage ja, ob die 20 Minuten jetzt werden. Aber das ist dann einfach mal so. Jetzt gleich geschafft. Die letzte Kurve für heute. Und dann geht's ins Ziel. Oh, da war der sogar 4 zurückgefallen. Okay, sehr gut. 19 Minuten 20, reine Rennzeit. Dafür kriegst du nur 56.000 für das Rennen. Und die schnellste Runde hatten wir nicht tatsächlich. 379. Die hatte hier der Kollege auf dem letzten Platz. Okay, wir haben 52.112, da sind wir nicht dran gekommen in die Runde. Aber egal, Hauptsache wir haben es geschafft. Wir haben das Ding gewonnen, ziemlich souverän gewonnen, aber dann waren es in 11 Sekunden rund. Und unser Teamkollege hat es aber auf 6 am Ende noch geschafft. Mit ziemlich sogar zeitgleich mit uns. Also von der Rundenzeit her.
Naja. Jedenfalls haben wir es geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So, Level 3. Ja, erster sind wir auf jeden Fall schon mal. Und dann. Da bin ich ziemlich zufrieden noch mit. Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr dann mit 4 Rennen. Classic Service, Classic Touring Car. Das ist das nächste, was uns ansteht. Naja, bis dahin und tschüss.